Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Fallout 4. Wir sind hier in unserer neuen Behausung. Wir haben uns ja hier ein bisschen niedergelassen mit ein paar anderen Leuten. Und sind jetzt quasi hier dran, so ein bisschen wieder alles aufzubauen. Ich habe hier zum Beispiel schon einen Generator, den deaktiviere ich mir eben. Der muss ja nicht unnötig Strom verballern. Weil ich wollte gerne mal den Fernseher anschließen, aber irgendwie fehlt mir dafür halt noch Kupfer, was ich halt noch sehr stark suche. Und ich weiß auch nicht ganz genau. Ich habe irgendwie meine alten Sachen halt gelagert. Weiß aber nicht. Warte mal, kann ich nicht schnell reisen? Da gab es auch irgendwie eine Methode, um schnell zu reisen. Red Rocket Raststätte. Ja, mal gucken. Kann ich da hinreisen? Schnell? Schnellreise. Uah. Okay. Weil dann kann ich da vielleicht den anderen Reaktor, den ich da eingelagert habe, vielleicht nochmal auseinandernehmen und kriege dadurch ein bisschen Kupfer, weil ich weiß nämlich nicht, wie das so ist mit diesem Lagern. Das habe ich noch nicht so ganz geschnallt. Transfer. Was ist hier mit Transfer? Mein Inventar, Werkstatt. Aha. Das Beton, Fiberglas, Gummi. Plastik, Schraube, Zahnräder, Öl. Öl können wir auf jeden Fall gebrauchen. Schaltkreise. Kaputte Glühbirne. Glasfaseroptik. Auch mal mit Fiberglas. Benutzter Ölkanister. Asbest. Ich habe das nämlich irgendwo. Gesamten Schrott lagern. Untersuchung. Alles nehmen. Sortieren. Ich drücke immer die falsche Taste. Das ist unglaublich. Mal gucken. So, ich habe da ein bisschen was gelagert. Ich weiß nur nicht, wo das Lager halt ist. Schutz. Energie. Generator. Kupfer habe ich 2. Ich weiß nicht, wo das Inventar ist. Zum Lagern. Jeden Hersteller. Möbel, Struktur. Nö. Ich habe das aber irgendwo gelagert. Moment mal. Schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Ja. Verlassen. So. Transfer. Was haben wir hier? Haben wir hier vielleicht drin? Gummi, Beton, Glas, Plastik, Schrauben, Sicherung, Stahl. Zahnräder. Nö, ich weiß nicht, wo ich das Ding hingepackt habe. Keine Ahnung. Dass hier irgendwo gelagert ist oder was? Ich habe keine Ahnung. Naja, ich werde es bestimmt irgendwann mal rausfinden. Moment, Karte. Centenary. Ja, reisen. Ja. So, auf nach Centenary, unser neues Zuhause quasi. Und daraus starten wir quasi in die Mission und bauen uns so eine kleine Gesellschaft halt auf. So. Hier steht auch übrigens jetzt mein Anzug. Habe ich in der letzten Folge hier hingebracht. Transfer. Den gesamten Schrott lagern. Okay. Beton. Habe ich alles hier reingetan. Gummi, Holz, Kork. Jetzt habe ich, glaube ich, alles hier reingetan. Also ich brauche, damit dürfte ich auch wieder ein bisschen mehr Platz besitzen. So, Kupfer. Wo habe ich den Kupfer jetzt gelagert? Kork, Kaffeetasse. Okay. So, dann gucken wir mal. Ich gehe mal bei mir ins Haus rein. Ich habe ja gerade noch zweimal Dinges gehabt. Vielleicht
klappt das ja jetzt mit dem. Fehlt das erforderliche Draht. Was mich jetzt interessiert ist. Ja, scheint aber alles drin zu sein. Okay. Halt deine Werkstatt lagern? Nein. Das ist zum Beispiel auch sowas. Ich weiß nicht, wo das Gelagerte hinkommt. Also wenn ihr vielleicht schon ein bisschen weiter gespielt habt oder was und wisst, wo man das Gelagerte findet, sagt einfach mal Bescheid. So, ich brauche auf jeden Fall Kupfer. Aber ich glaube, ich könnte rein theoretisch. Aber da ist ja mein Ding ist. Wenn ich Glück habe, könnte ich. Ressourcen, Wasser. Was brauche ich denn dafür? Zweimal Kupfer. Das verstehe ich nicht. Ich hatte doch Kupfer da. Muss im Wasser platziert werden. Im Wasser. Okay. Das auch. Ah, okay. Ressourcen Wasser. Kann nur auf Erde platziert werden. Gut. Das ist, glaube ich, das, was wir gesucht haben. Dann würde ich sagen, machen wir es so einfach mal. Bauen wir das hier hin. So. Gucken wir mal, können wir das jetzt auch benutzen? Darfst jetzt aufhören? Was machst du da? Okay. So, Wasser haben wir auch. Gucken wir, ob das ihnen schon reicht hier. Das Wichtigste bei Wasserpumpen ist, eine geeignete Stelle für sie zu finden. Eine Stelle, an der man bis zum Grundwasser graben kann. Okay. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Man kann alles reparieren. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Ne, dann. Okay, also eine Wasserpumpe haben wir jetzt da hingebaut. Anscheinend passt ihnen das noch nicht, aber ist ja nicht schlimm. So. Jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt als nächstes hin müssen. Fallout haben wir hier. Der Sanctuary. Rocket. Ah. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Das ist alles schon noch so groß hier. Aber okay. So. Gucken wir erstmal, was da hinten ist. Aber wir müssen wieder mit jemandem quatschen. Wir müssen auf jeden Fall hier in der Stadt noch übelst aufräumen und noch ein paar andere Sachen hinbauen. Was ist da denn? Was ist das denn da? Ich glaube, außenrum kann man dann irgendwann eine Mauer ziehen. Nee, da war ich auch noch nicht. So. Ich weiß nicht, was das da ist. Ach, das ist mein Anzug, ist das, glaube ich. Genau. Den Anzug brauchen wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich einfach durchs Wasser schwimmen kann. Ich versuche das jetzt einfach mal. Sieht aber ganz gut aus. Ja, dann wollen wir uns mal zur nächsten Mission begeben. Ist auf jeden Fall da drüben, müssen wir dann hin. Gut. Wird nämlich mal Zeit, dass wir uns mal ein bisschen bewegen hier. Schlagstock habe ich. Alles gut. Bin mal gespannt. Wir müssen auch mal die Stadt tüchtig forsten. Vielleicht finden wir hier noch irgendwelche Klamotten. Was war das? Okay. Hier sind zum Beispiel alte Wohnungen. Die können wir nochmal durchchecken. Da sind zum Beispiel Lebensmittel. Die können wir auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Was haben wir da?
Korken. Korken brauchen wir sehr viel, weil dadurch können wir nachher Geschäfte bauen. Die Geschäfte sind auf jeden Fall wichtig. Können wir vielleicht noch ein paar andere Klammer. Ne, Kleider brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Was? Schmutzige Aschenbecher. Brauchen wir nicht. Hier ist zum Beispiel ein Safe. Können wir uns ja mal dran versuchen. Jawohl. Das wär's. Patronen. Das ist gut. Schrotpatronen. Silberne Spieluhr. Vorkriegsgeld. Aha. Nehmen wir auch mal mit. Super. Genial. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Waffen ich überhaupt ausgerüstet habe. Ich sollte vielleicht mal gucken. Inventar. Kleidung, Waffen. So, meine Pistole. Meine Güte. So. Ich habe ja schon eine etwas bessere Pistole gebaut. So. Komfortgriff 10 mm Pistole. Plus 18. So. Baseballschläger. Eine Minigun habe ich übrigens auch. Die ist natürlich richtig, richtig cool. So, die packen wir jetzt aber mal auf Favoriten. Und zwar auf die 7. So, Komfortpistole, doppelläufige Schrotflinte. Was haben wir hier? Zielfernrohr, Lasermuskete. Da können wir auf jeden Fall mal die doppelte Schrotflinte drauf packen. 45 Damage. Die Baseballschläger, Handfeuerwaffe. Können wir auf die 4 packen. Sollten ja immer ausgerüstet sein. Man weiß ja nie, was auf einen wartet. So. So. Auf 1 haben wir auf jeden Fall unsere Waffe. 2 die Basie, 3 die Schrotflinte. Wie viel Schrotflinte haben wir? 2. Oh, das war scheiße. Das war blöd. Okay, wir nehmen auf jeden Fall erstmal den Schlagstock wieder in die Hand. So. Ein bisschen Häuser durchsuchen hier. Da kommen wir so nicht rein. Zeitgestände, okay. Gut, dann wollen wir mal. Gehen wir durch die Gegend hier. Man weiß ja nie, was worauf man trifft hier. Ja, wir sind durchs offene Gelände. Ich habe ja schon gehört, dass man dann auch auf Gegner treffen kann. Ausgrabung, okay. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn man irgendwie mal stirbt oder so. Okay. Das hat sie hier schon alles ziemlich zerrissen, muss ich sagen. Da ist ein Wohnwagen. Gehen wir doch einfach mal hier reingucken. Wir haben auf jeden Fall Blechdosen, Aluminium. So, Kupfer müssen wir auf jeden Fall suchen. So, hier. Kann man sich, glaube ich, gut verbarrikadieren. Dicke Betonmauern. Ich kann ja mal gucken. Man kann irgendwie einstellen. Diverses. Schrott. Aluminiumdose.
Blechdose. Ja, Blechdose brauchen wir jetzt nicht. Aluminium, Keramik, Stoff. Da müssen wir mal sehen, wenn ich was finde. Da ist noch so ein Wohnwagen. Bei dem Wohnwagen, da laufen immer die, die Ventilatoren, ne? So. Ach du Scheiße. Ah, cool. Ja. Jet. Mentas. Ja, das sind so diese Drogen, die es hier halt gibt in dem Spiel. Damit kann man sich selber pushen, ist aber nicht, wirklich... empfehlen. Oh, noch ein kleines Stückchen. Ach, shit. Ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter nach links. Nee. Ach, verdammt. Okay. Ah, jetzt. Wie schön. Patronen. Revolvergewehr, okay. Das ist auf jeden Fall von Vorteil gewesen. Ich kann ja mal gucken, was die bringen. So. Plus 24. Ziefenrollen, Lasermaskete. Ui. Das ist auf jeden Fall eine Menge. Feuerrate ist auf jeden Fall sehr hoch. Ich glaube, die packen wir auch mal auf einen der Schnelltasten. Das war auf die 6. So, das ist glaube ich die gleiche Munition wie bei der hier. Ah, ne, die hat ein paar mehr. Okay. Weiter geht's. Ich bin gespannt, was in der Stadt auf mich wartet. Da oben war irgendwas. Was zur Hölle war das? Da war doch irgendwas gerade. Was zur Hölle ist das? Okay. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Straße weiter. Wow. Boah, habe ich mich jetzt erschrocken. Wollte der mich angreifen oder ist er einfach nur weggelaufen? Bin mir nicht so sicher. Wow. Eber. Mal gucken. Können wir auf jeden Fall die Drüsen entnehmen. Muss ja auch mal wieder kochen. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Wir müssen nach links. Ah, da geht eine Straße und dann geht die da hoch. Alles klar. Okay. Das ist gut. Gut zu wissen. Okay. Also hier laufen, also die Viecher, die hier rumlaufen, die sind also auch nicht gerade ungefährlich. Da ist jemand. Was sind das denn für Viecher? Sind das Menschen? Nein, das sind keine Menschen. Wow! Ich
Okay. Scheint auf jeden Fall irgendeine Station zu sein. Okay. Oh! Wow. Dein Bein wurde verkrüppelt, sodass du nicht mehr rennen kannst. Heile deinen Körperteil mit einem Stimpack. Okay. Panik hier da. Was? Gelb bemalter Teller. Ja, herzlichen Glückwunsch. Uiuiui. Wow. Nächste. Da war doch noch einer gerade. Da sind sogar noch viel, viel mehr. Was ist das denn hier? Warum verschwimmt das hier so? So am naja, egal. So, Gauzi, komm. Legen wir uns nochmal mit ein paar anderen Zombies an hier. Drei Stück. Komm schon. So. Mit Handfeuerwaffe sind ja doch ein bisschen leichter zu besiegen. Was der andere bei sich getragen hat. Okay. Scheinen alle weg zu sein. Wo bin ich denn jetzt? Ne, ich muss weiter nach links. Wo bin ich denn jetzt hier? Ich bin vollkommen falsch abgebogen. Ah, wahrscheinlich ist das diese Brücke oder was, aber die ist ja schon ziemlich im Eimer. So. Wir müssen auf jeden Fall nach da links. Völlig falsch gelaufen hier. Und es wird langsam dunkel. Das ist gar nicht gut. Die Pfeile weisen mich anscheinend auf den richtigen Weg ins Dorf. Oder in die Stadt beziehungsweise. Ich hoffe, dass die Leute da mehr oder weniger freundlich sind. Hoffe ich zumindest. Ah, wir sind da. Hi. Was willst du? Wir brauchen hier nicht noch mehr Schwierigkeiten. Was? Minutimen. So heißt es ja. Knarre bedrohen. Immer mit der Ruhe. Hast du die Minutemen nicht um Hilfe gebeten? Du gehörst zu den Minutemen? Ich dachte, euch gibt's gar nicht mehr. Wir haben einem der Händler eine Nachricht mitgegeben. Aber ich habe ganz ehrlich nicht damit gerechnet, dass jemand kommt. Die meisten Leute geben nach Quincy nicht allzu viel auf die Minutemen. Das war eine üble Geschichte. Willst du meine Hilfe oder nicht? Vorhaltung, die Minuten sind wieder da. Wo liegt das Gibt Problem? Gibt es irgendwas, bei dem ich behilflich sein kann? Oh ja, ich bin verdammt froh, dass du hier bist. Da ist diese Raider-Gang, die macht uns schon seit Wochen Probleme.
Sie rauben Lebensmittel und Vorräte und drohen uns alle zu töten, wenn wir ihnen nicht geben, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich verkrochen haben. Aber wir können es unmöglich mit so einer Gang aufnehmen. Okay. Ich kümmere mich um sie. Wärt ihr bereit, euch den Minutemen anzuschließen, wenn ich die Raider ausgeschaltet habe? Wir werden auf jeden Fall drüber nachdenken. Die Leute haben sich inzwischen dran gewöhnt, dass man sich nicht auf euch verlassen kann. Das wird sich nicht über Nacht ändern. Ah, so. Ist das so, ja? Hey. Ich muss mal wieder nach Diamond City. Die größte Stadt, die ich je gesehen habe. Diamond City, aha. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Menge zu machen. Redford-Station abgeschlossen. Was ist hier? Töte die Raider. Fertigungsanlage. Also müssen wir jetzt wieder nach unten. Kann ich hier schnell reisen? Nee. Okay, also Raiders töten. War das jetzt richtig darunter? Ja. So sieht das aus. Na dann, auf in den oder warte, ich gucke mir jetzt mal noch hier ein bisschen um im Dorf. Guck mal, was die anderen Leute so dazu sagen. Kann ich mich hier sogar kochen? Herstellen. So, braten. Anfertigen. So. Köterkeule. Läuft. Maulwurfshappen. Maulwurfshappen. Maulwurfsratten. Mann. Jetzt hab ich's. Nimm mal diese Sprachfehler. Steak. Ja, die Sachen sind auf jeden Fall besser als das Rohzeug. Tränke kann ich nur, Suppen auch nicht. Okay. Na, immerhin. Da haben wir schon mal ein bisschen was gekocht und sind wieder auf dem laufenden Damm. So. Blick dem Brahmin nicht ins Auge, wenn du Verstand hast. Hab ich aber. Und jetzt? Harte Arbeit, hallo. Wie jeden eine Tag, Bewegung immer das und Gleiche. Du bist tot, Ödländer. Sag mir Bescheid, wenn du was möchtest. Zu viele Meilen auf der Straße. Hey. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Rat ist kostenlos. Okay. Was steht zum Verkauf? Unsicher, nein, Handel. Was für Sachen hast du denn? Ich verkaufe Rüstungen für die Leute vom alten Stockton, außerhalb von Bunker Hill. Ich verkaufe klugen Ödländern seit Jahren Rüstungen. Die Dummen gehen hier mit leeren Händen weg. Aber sie bleiben nicht lange dumm, wenn du weißt, was ich meine. Okay. Klar, Handel. Ich schau's mir an. Es gibt nur das, was du hier siehst. Baseballmütze. Champion, linker Arm. Okay, das hört sich gut an. Was habe ich denn da drinne? Was habe ich denn zurzeit? Fleisch. Ein Ehering könnte ich verkaufen. Rete. Wert 41. Hier kann man auf jeden Fall verschiedene Sachen verkaufen. Ich würde am liebsten den ganzen Alkohol mal verticken, weil der Alkohol, der macht einen nämlich die Werte schlechter. Habe ich gehört. So. Kaffeetasse. Verkaufen wir auch mal. Kartoffelchips können wir noch gebrauchen. Kickball. Woher ich den noch habe. Kurzer Lauf. Köterkeule. Mauskappen. Was habe ich denn noch so alles? New Cola, Quantum. Wert 20. Ordner. Können wir Ordner verkaufen? Hier ist ein Ordner. Plastikmesser können wir auch verticken. Psycho bringt ziemlich viel. X-Ray auch. So, jetzt haben wir hier. Was haben wir denn da? Raider. Rücken. Hat 7. Baseballcamping, geflickter Anzug. Ladung, was ist denn schön? Faser. Stahl. Armschutz links.
plus 15. Armschanz links plus 1. Wie viel soll er nämlich denn kosten? Wert. Boah, was? 14.800? Willst du mich rollen oder was? Ich dachte, gehst hier mal eben hin, kaufst mal eben hier so ein Klamotten. Aber das sind ja mal überdimensionale Werte. Gut, das sieht schon eher nach dem aus. Gekocht. Gekocht? Gekocht? Okay. Schadensresistenz. Harnisch. Leichtbau. Okay. Gürtelans rechtes Bein. Harnisch. Den können wir mitnehmen. Der Harnisch hat hier plus 5. Meiner hat plus 4. Nehmen wir den mal mit. Plus 3, linkes Bein. Linkes Bein plus 3. Nehmen wir auch mal mit. Raiderrüstung, rechtes Bein. Kocht Lederrüstung, rechtes was? Das würde ich gerne wissen. Egal, wir kaufen mal beides. Also, dann werden wir mal diese Raider-Klamotten hier, diese plus 4 und sowas alles. Werden wir mal an ihm verkaufen. Gesamtkosten, so. Oh, für die Klamotten gibt es sogar auch richtig Schotter. Spielzeug. Alles klar. Läuft. Laufenden Handel abbrechen. Hey, Okay. zumindest ist es ehrliche Arbeit. Ja, dann wollen wir uns mal ausrüsten. Waffen, Kleidung. Militärbarett, Raiderrüstung. Ne, Moment mal. Hat er das jetzt nicht gekauft von ihm? Mit der Ernte läuft es ziemlich gut. Lucas, ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Ja, weiß ich mittlerweile. Klar, ich schau's mir an. Nur nicht an der Rüstung sparen, außer du willst schnell sterben. Der hat er die jetzt nicht gar nicht gekauft. So, das. So, gekocht Harnisch. Plus 5. Plus 2, plus 3, okay. So. Ich habe irgendwo noch. Ich habe, glaube ich, gerade einfach einen Fehler gemacht. So, den hier können wir verkaufen. Haben wir ja gesagt, den Kickball können wir verkaufen. Lederkombi. Auch verkaufen. Sogar zwei Stück von. Terbaret verkaufen wir mal. Das soll ich mal weg. So, er ist jetzt annehmen. So, Handel bestätigen. Ja, bitte. Okay. So, jetzt können wir uns damit ausrüsten. So. In diesem Job wird man nur alt, wenn man damit rechnet, dass einen alle töten wollen. Weißt du, was für mich ein guter Tag ist? Wieso habe ich jetzt nur eine Unterhose? Scheiße. Achso, Lederrüstung, rechtes Bein, okay. So. Ich glaube, ich habe gerade eben meine falsche Rüstung verkauft. Verdammt. Das ist jetzt blöd. MV. Das war jetzt natürlich blöd. Ne? Hey, Lucas. Du solltest deine Kronkorken in meine Rüstung investieren, um dich zu schützen. Dieser Mach Rat ich. Ist kostenlos. Lucas, du fliegst. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Ich habe einen großen Vorrat. Du hast die Wahl. Shit, jetzt muss ich erstmal wieder.
brauche ich erstmal wieder Kleidung. Scheiße. Nein. Ich habe das einfach vertickt hier. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ödlein, rechtes Bein. Ödlein, rechtes Bein, warte mal. Hier ist meine Ausrüstung. Zwei. Ödlein, rechtes Bein. Ich sollte, glaube ich, erstmal gucken, ob ich meine normale. Was gibt mir? Modische Brille, Militärbarett, Lederkombi. So, annehmen. Okay. Ich glaube, das war nämlich das, was mir jetzt gefehlt hat. Wahnsinn, oder? So, das sieht doch schon besser aus. So. Ich wusste, du würdest uns helfen. Ihr seid aber auch alle geteilter Meinung, oder? Eine Bewegung und du bist tot, Ödländer. Bleib auf den Straßen, dann ist deine Überlebenschance größer. Aha, okay. So Leute, das war's aber jetzt mal wieder von für heute und, oder beziehungsweise für diese Folge. Und freut euch auf die nächste Folge. Haut rein, Leute. Macht's gut. Ciao.